Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr Rush Spawner bzw. Battle Spawner basteln könnt. Wir machen das hier einfach über einen Comment. Wir gehen jetzt hier auf den Spawner-Punkt, geben einfach Spawner ein und ihr voilà, ihr seht, in regelmäßigen Abständen spawnen jetzt hier, ja, die Bricks, wie ihr sie von Battle und Rush kennt. Und wie das Ganze funktioniert, seht ihr nach dem Intro. Konnichiwa. So, und jetzt sind wir auch schon wieder. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie ihr das Ganze umsetzen könnt. Dafür fangen wir als erstes an, indem wir einen neuen Comment programmieren. Den nennen wir jetzt einfach in diesem Fall Spawner Comment. Und hier implementieren wir den Comment Executor mit Implement Comment Executor. Für die Leute, die noch nicht wissen, wie man Comment Executor nutzt, aber jetzt oben findet ihr eine Infokarte, da könnt ihr einfach draufklicken und da erkläre ich euch nochmal ganz genau, wie ihr einen Comment Executor nutzt. Ja, dann geht es jetzt hier weiter, wir implementieren die Standardmethoden, dann setzen wir jetzt den Comment Sender Sender, den Comment CMD, String CMD Label und die String Array Args. So, dann machen wir Return of True. Nicht if true, sondern true. So, hier fragen wir dann in der Methode einmal ab, if sender instance of player. Damit prüfen wir halt, ob der Comment Sender ein Spieler ist. Muss halt sein, um jetzt eine Location setzen zu können. Danach setzen wir den Player Player, indem wir halt den Sender zu einem Spieler casten. Und nun müssen wir halt sozusagen die Location einfach nur setzen. Wir können einfach aber schon mal eine Message raussenden. Player send message. Message. HFC. Rush Spawner set. Damit haben wir jetzt sozusagen die Message. So, jetzt möchten wir noch in der Plugin Utils auch die Spawner spawnen lassen. Dafür machen wir jetzt hier unten drunter eine neue Methode, die nennen wir public static void run spawners. In diesem Fall machen wir uns dann halt wieder ein Scheduler, in diesem Fall aber einen Synchron, nicht wie beim letzten Mal ein Asynchron. Das ist einfach dann Project.getScheduler.schedule und dann Sync Repeating Task. Das ist dann einmal Tutorial.m bei uns. Und dann übergeben wir ein New Runnable. Dann sagen wir hier 2020, das heißt nach den ersten 20 Ticks funktioniert das erstmal und dann halt immer wieder im Abstand von 20 Ticks. Das heißt, jede Sekunde spawnen wir ein Item. Das müsste ungefähr die Geschwindigkeit sein, die auch die Rush-Spawner haben von Gamma & Co. So, jetzt müssen wir uns aber einmal noch eine Liste anlegen, die machen wir hier oben einmal. Das ist einfach public static list, Klammern Location. Rush Locations gleich New Array List, Klammern Location. Für die Leute, die jetzt in diesem Fall das Ganze gerne halt natürlich in einem, ja, Bedwars oder sowas implementieren möchten, die können jetzt einmal nochmal hier oben auf die, ja, Infokarte klicken. Dort zeige ich euch nochmal, wie ihr das sozusagen mit einer Config machen könnt. Also beziehungsweise wie ihr halt eine Config einbauen könnt und dann könnt ihr das Ganze hier mit der Config verknüpfen. Also die Locations dann in der Config speichert. Da habe ich auch extra diese Locations-Config. Die blende ich jetzt nochmal ein. Das zeigt nochmal ganz genau, wie man eine Location-Config einfach machen kann. Ich denke mal, das sollte euch dann noch einfacher helfen. So, jetzt müssen wir das Ganze nur hier implementieren. Das heißt, wir haben hier diese Run und jedes Mal laufen wir vor, in Klammern, for location log und dann nehmen wir halt aus der Liste rush locations so und damit holen wir uns das hier raus und jetzt haben wir jedes Mal die Location. Jetzt machen wir log.getWorld.spawn.drop item naturally, dann log und dann item stack. Das heißt, wir machen uns hier einen neuen item stack und den übergebe ich jetzt hier einfach gleich. Da mache ich jetzt einfach gleich hier oben item stack. So, hier machen wir uns item stack
Item ist gleich New Item Stack. So, jetzt werdet ihr gleich sehen, hier müssen wir einmal das Org Bucket Inventory implementieren. Jetzt wird er hier rummodern, weil er was übergeben haben möchte. Das ist gleich New Item Stack Material. Und dann ist das hier in diesem Fall Clay. Ach nee, es ist hart. Nee, ist, wie heißt das denn? Brick. So. Das heißt, wir generieren uns jetzt hier ein neues einen neuen Item Stack aus dem Material Brick. Und dann können wir hier einfach übergeben Item. Und damit wird das Ganze übergeben. So, jetzt spawnt ihr jede Sekunde an allen Rush Locations sozusagen dieses Item. Jetzt müssen wir das nur machen, dass die Rush Location auch gespeichert wird. Das machen wir in unserem Spawner Comment. Hier machen wir einfach in diesem Fall Plugin Utils. rushlocations.add und hier adden wir den Player die player.getLocation, so das ist die Location des Spielers. Das Ganze haben wir jetzt müssen wir nur in den Plugin Utils die Rush Spawner auch in dem Fall ausführen. Das heißt, wir machen hier unten, haben wir genannt, ja, Run Spawners. Das heißt, wir führen jetzt hier in unserem Setup Run Spawners aus. So, und das war's auch schon. Damit werden jetzt die Spawner gespawnt. Und dann können wir das Ganze jetzt einfach mal in. Nee, stopp, bevor wir es in Game testen, fällt mir jetzt gerade ein. Müssen wir natürlich noch in der Plugin YML das hinzufügen. Jetzt müssen wir einmal jetzt nämlich Spawner hinzufügen. Spawner. Und das natürlich in den Plugin Utils nochmal einmal den Comment registrieren. Oh, ja, gut, dass es mir jetzt noch aufgefallen ist. Tutorial.m.getComment. Und dann ist das hier Spawner. Set Executor New Spawner Comment. So, dann müssen wir das Ganze einmal kurz implementieren oder importieren. So, und damit haben wir das Ganze jetzt aber. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach jetzt gleich in Game wieder. So, nun befinden wir uns auch in Game. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie man das Ganze machen kann. Wie ihr seht, ich habe hier schon einmal einen Spawn Block platziert und jetzt zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Ihr könnt jetzt einfach nämlich hier auf diese Position gehen und dann könnt ihr hier einfach slash Spawner eingeben. Und voilà, ihr seht, jetzt spawnt hier in regelmäßigen Abständen, ich stand jetzt glaube ich ziemlich auf der Ecke, halt die Items immer in einer Sekunde und dann kann man sich die da wegnehmen. Ja, das könnt ihr natürlich dann auch entsprechend verschnellern, indem ihr dann die Ticks runtersetzt. Ansonsten war es genau das, was sozusagen gemacht werden sollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sollte euch das Video gefallen haben, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ansonsten würde ich mich natürlich, über ein Abo freuen oder ein Abo freuen, wenn ihr gerne mehr Videos sehen wollt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und bis dahin. Tschüss.